Adhomukha Jatara Parivartanasana ist eine Drehübung auf dem Bauch. Kendra zeigt, wie es geht. Ausgangsposition kann die Bauchlage sein oder auch die kniende Lage. Von hier beuge beide Knie und bringe die Knie nach links, habe dabei die Knie so, dass die Unterschenkel zu den Oberschenkeln 90 Grad bilden, die Oberschenkel zum Bauch 90 Grad und dann schaue mit dem Kopf zur anderen Seite eben nach rechts. Diese Stellung ist eine gute Übung, um die Bauchorgane sanft zu massieren, den unteren Rücken zu drehen, was hilft, dass manche drehende Muskeln oder manche querverlaufende Muskeln gut entspannen können. Manche Menschen hilft es kurz, in Adhomukha Jatara Parivartanasana zu kommen, um zwischendurch die Rückenmuskeln zu entspannen. Es gibt noch viele andere Variationen der auf dem Bauch liegenden Drehübung. Kendra zeigt gerade noch eine mit geraden Beinen. Dazu streckst du die Beine wieder aus und hast so eine Drehung. Eine nächste Möglichkeit ist, du hältst das linke Bein hinten und beugst das rechte Knie nur. Eine weitere Möglichkeit wäre, du streckst das rechte Bein nach hinten aus und beugst das linke Knie und ziehst das linke Bein hoch. Eine nächste Möglichkeit wäre, du streckst beide Beine nach hinten aus und dann hebst du das linke Bein hoch und gibst es über das rechte nach hinten. Hebst aber das Becken etwas hoch und drehst auch so den Kopf etwas zur Seite. Das sind alles Variationen von Drehungen in der Bauchlage, alles Übungen, welche Spannungen aus dem unteren Rücken nehmen können.